Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot bei einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit One the Tale. Mit meiner Wenigkeit Klungertrache, gefunden auf Steam und wir gucken einfach mal rein. Es sah sehr idyllisch aus. So, schauen wir mal, was erwartet uns denn? So, at the edge of a large forest lived a poor woodcutter and his wife. Also, ne? Also dein Woodcutter halt, der Holzfäller und seine Frau wohnten halt im Wald. So. They had two children namens Hänsel und Gretel. Guck an. Also Hänsel und Gretel Story. When a terrible famine struck the country, all the bread ran out. Ja, das Brot war halt nicht mehr, ne? Kein Brot mehr. Seeing no other solution of their misfortune, their parents resigned themselves. One morning at dawn, they took their children in the forest. Also die klassische Hänsel und Gretel Story. After several hours of walking, the forest stopped to light a fire. Hänsel und Gretel, exhausted and numb of hunger, fell into deep sleep. Also, na, sie vor erschöpft und halt hatten halt Hunger und sind deswegen in einen tiefen Schlaf gefallen. Without even a glance of their children, the man and the woman slipped away. Die sind halt verschwunden, also wie gesagt, Hänsel und Gretel. Und haben ihre Kinder im Wald zurückgelassen, weil sie nicht mehr ernähren konnten. So, man sieht auch schon den Stil. Da ist ein bisschen zu handmade, ne? Finde ich aber jetzt nicht schlecht. Hast du ein bisschen was von Pinocchio? Bin mal gespannt. Ach, guck an, ich kann auch schon bewegen. Okay, ich bin Hänsel. Und Gretel folgt mir. Mommy, Daddy, where are you? They left us here. Das ist nicht schön, ne. So, ich werde aber mal ganz kurz mal Stopp drücken. Sorry, Leute. Was ist hier los? Ach, da können wir uns natürlich die Hintergrundgeschichte von Hänsel und Gretel anschauen. Collectibles gibt's. Und wir drehen doch mal die Musik wieder ein bisschen lauter. Denn die ist ja sehr schön. Na, die ist immer noch sehr leise, ne? Komm. 100%, Leute. Na, springen können wir auch. Okay. Once a tale. Wie gesagt, nicht wundern, dass die Charaktere so ein bisschen ruckeln. Das ist einfach im Spiel so, ne? Das ist der Stil. Schönes Vögelgezwitscher. Oh, guck mal. Oh, drei Zwiebeln. Hallo. Ach, mit Y wechsle ich den Charakter. Ach, guck an. Erinnert mich so ein bisschen an Brothers, wer das vielleicht kennt, das glaube ich war auf der PS3 damals rausgekommen als allererstes. So ein bisschen, da konnte man zwei Brüder in einer unfassbar dramatischen und rührenden Geschichte begleiten und hat immer sozusagen mit dem linken und linken Stick einen bewegt, mit dem rechten Stick den anderen. War auch sehr gewöhnungsbedürftig von der Steuerung her, aber kam dann wirklich, wirklich, wenn man einmal richtig drin war, ging das richtig gut. Leider kennt man ja die Story von Hänsel und Gretel, ne? Also es wird jetzt wahrscheinlich nichts Überraschendes, außer jemand von euch kennt nicht Hänsel und Gretel. Dann, ja. Ne? So. Du musst schon stehen bleiben. Okay, separate the hold to... press change und dann... alles klar. Okay, okay, okay. Verstanden. Gut gemacht. Komm mit, Hänsel. Komm, mein Freund. Jawohl. Ah!
Genau, also so ein bisschen Rätsel lösen. So, jetzt können wir natürlich auch theoretisch separieren. Was haben wir denn hier? Hänsel crawls, Gretel cannot. Na gut. Okay, und sie muss ich jetzt nehmen und muss sie außen herumführen. Sehr idyllisches Spiel, ne? Ja, komm, Gretel. So. Wird nicht lang dauern. Mal sehen, wann wir denn zum guten Hexenhaus kommen. Ich möchte eigentlich gar nicht ans Hexenhaus. Man weiß ja, was dort geschieht. Haha, okay, gibt's auch so kleine Secrets, wenn man halt hier boarden geht zum Beispiel. Ja, Gretel, hä? Musst du auch mit rein, ob du willst oder nicht. Na gut, okay, wir könnten natürlich auch einfach dem Hauptpfad folgen. Zack! Die Musik ist echt verdammt leise, ne? Ich kann ja mal gucken, Leute. Ich guck mal ganz kurz auf der Windows-Taste und guck mal bei Sounds, ob ich vielleicht das Spiel ein bisschen... Nein, nicht Sounds. Was laber ich denn? Bei Lautstärke-Remixer, ob ich denn das Spiel noch etwas... Ja, ein bisschen könnte ich es noch hochziehen. Ja, seht ihr. So ist doch schon schöner. Sonst bekommt er ja gar nichts von dieser Idylle mit, ne? So. Jawohl. Sehr gut. Komm, join. Sehr gut. Erinnert auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Unravel. Da war das zwei, also da war das so Wollknäule. Das haben wir auch auf dem Kanal, wen es interessiert. Da habe ich mit dem guten Bro gespielt, zwar unkommentiert, aber da ist man zwei Wollknäule, die an einem Faden zusammenhängen und halt auch so Rätsel lösen müssen. Das war auch mega, mega cool. Halt mal was Entspannendes, ne? In the distance, a shadow appeared between the trees. Und wir sehen, das könnte ein Wolf sein. A huge wolf roamed the area. Quick, Hansel and Gretel had to find a hiding place. Na dann. Aber nur schnell. Da habe ich ein großer Wolf. Du siehst uns gar nicht. Character Update. Ach so, falscher Knopf. Damos. The wolf. The wolf is a wild beast roams the forest. Na gut, okay. Den möchten wir vielleicht nicht unbedingt begegnen. Wenn wir jetzt nicht unbedingt eine Fackel oder eine Mistgabel in der Hand haben. Und wie wir aus den Märchen kennen, naja gut, der böse Wolf, im Grunde genommen, wenn es jetzt wirklich um Märchen gehen würde, hat ja mit Hänsel und Gretel so eigentlich gar nichts zu tun eigentlich, ne? Oh, ich kann Marienkäfer fangen. Hui! War das ein Secret? Oh ja, das könnte ein Secret gewesen sein. Nee. Schade. Ich hab's versucht, ihn zu fangen, ne? Das kann mir keiner sagen, ich hätte es nicht probiert. So. Die Straw-Form, also die Weizenform. Na, schauen wir mal, was uns da erwartet. Arrived in the meadow, the two children saw a singular creature rearing a large head. Also eine, ne? Sie haben eine Kreatur gesehen, der halt einen riesigen Hut trägt. It was in fact a small pig.
Beside it lay remains of a burnt straw hat. Ja, und es war halt ein Schweinchen, also deswegen vielleicht auch der böse Wolf. Und die vielleicht drei kleinen Schweinchen, zumindest ist es eins jetzt. Both children were shocked. It was the first time they had seen an animal dressed like that. Ja, sieht man auch nicht alle Tage, ein Schwein mit Hut. So, Hayward's S. Pick, oder Piquet. Hello, dear children, what fair wind brings you to my humble meadow? Also, was bringt euch hierher? Ich werde es jetzt nicht wortwörtlich und die kompletten, also ich so ein bisschen euch übersetzen, ne? Für die Leute, die so ein bisschen dabei bleiben wollen. Aber ich werde jetzt nicht den kompletten Text immer wortwörtlich übersetzen. Ich glaube, wenn ich das so ein bisschen grundlegend wiedergebe, reicht das, ne? The pig Hansel, it's pig just spoke. Also, Hansel, meine Güte, das Schwein hat gesprochen, oder es spricht. Hello, kind was, Mr. Pig. My name is Hansel and this is my sister Grant. Gretel. Grant? Gretel. Ja, also, hallo, Mr. Schwein. Ich bin Hansel. Ich bin's Hansel. Ich bin Hansel und das ist meine Schwester Gretel. Hansel tried to put a brave face. This pig didn't look threatening and I needed help. Ja, also, wir haben ein braves Gesicht gemacht und das Schwein sieht jetzt nicht bösartig aus und wir brauchen ja auch Hilfe. Delighted, my dear friend, but tell me, are you alone in this great forest? Where are your partners? Also, sozusagen, seid ihr alleine in diesem Wald unterwegs und wo sind eure Eltern? Tja, Hansel and Gretel looked at each other without saying a word. Their partners had abandoned them and they were alone in the woods. Also, die Story, ja, ihre Eltern haben sie alleine zurückgelassen, sie sind allein. The forest is very dangerous for children. Don't trust anyone and watch out for the wolf. He's prowling around here. Ja, Wald ist natürlich ein gefährlicher Ort für Kinder. Und bitte vertraut niemanden und passt auf den Wolf auf, da hier sein Unwesen treibt. Hänsel und Gretel wanted to know more. But where to start? Und jetzt können wir uns sozusagen lost. Talking in a pig oder wir reden über Wolf. Ja, was machen wir denn? Dem Wolf werden wir ja so und so begegnen. Begegnen wir das Talking Pig. Mr. Pig, I have a question. How can you talk? Also warum kannst du sprechen? Und es lacht. My dear children, how curious you are. Maybe I tell you my story. I've become friends. Also, meine lieben Kinder, wie komisch seid ihr denn? Vielleicht sollte ich euch meine Geschichte erzählen, damit wir Freunde werden. This conversation is getting off track. Hansel would rather speak about something else. Dann nehmen wir lost. We got lost in the forest. Mom and Dad must be looking for us. So, also wir sind im Wald verloren und Mom und Dad werden, Mutter und Vater werden schon noch uns suchen. Hansel, that's enough. Our parents have abandoned us and no one's coming to get us. Und Gretel schreitet ein und sagt, erzähl nicht solchen Mist, ne? Sie haben uns einfach sitzen lassen und sie werden uns nicht finden. Keiner wird uns suchen kommen. The pig listened to the children. Also das Schweinchen lauscht unseren Worten. Mrs. Pig, can you show us the way to a village? A village with humans. Also kannst du uns bitte den Weg zu einem Dorf voller Menschen oder mit Menschen zeigen. My dear little ones, I have never left this place. I have called. I will help you, of course. Also, meine lieben Freunde, ich habe diesen Platz noch nie verlassen. Aber wenn ich euch helfen könnte, würde ich das natürlich tun. We saw a wolf in the forest. He was really ugly. We barely escaped him. Und ja, wir haben einen Wolf im Wald gesehen und er war ziemlich gruselig oder eklig, wie auch immer. Ugly ist ja eigentlich eklig. Oder widerlich. Und wir sind knapp von ihm wir haben uns knapp vor ihm versteckt oder konnten flüchten, je nachdem. Heavens, did you manage to escape the wolf? You must be clever. Also ihr habt es geschafft, dem Wolf zu entfliehen. Ihr müsst richtig clever sein. See the smoking remains behind me. They used to be my house. The wolf blew what they called away and then the villain set fire to the rest. Also das typische. Die kleinen, drei kleinen Schweinchen und der Wolf. Wie war das gleich? Jetzt bin ich raus. Wie war denn gleich das Sprichwort? Ich komme gerade nicht drauf. Ich puste. Aber ich weiß es nicht mehr. Ein Haus abgebrannt. Ein Haus hat er
aus Stroh, das hat er weggepustet, das aus Holz hat er verbrannt. Und am Steinhaus des kleinen Schweinchens, da hat er sich die Zähne ausgebissen. My brothers, what has become of them? Also es sind wirklich die drei kleinen Schweinchen. Und was ist aus ihnen geworden? Vielleicht sind sie heimatlos und haben kein Zuhause. Glücklicherweise, to Anne, I will soon have a place to talk refuge. Also glücklicherweise hat er bald ein Plätzchen. So, Brothers, könnten wir fragen, oder Shelter? Wir nehmen Shelter. In a shelter in the forest. Ja, also ein Haus im Wald. Indeed, Anne asked me to collect straw to build it. Ja, also das klassische älterste Schweinchen, das sein Haus aus Stroh gemacht hat. But with that wolf roaming around, if only someone couldn't help me. Ja, und der Wolf, der rumrennt, da kann ihm natürlich auch keiner helfen. Ne? So, wir könnten ja Hilfe anbieten. What if we helped you? It'd be quicker. Also, was ist, wenn wir dir helfen würden? Ja, ich könnte mich nicht trauen, euch zu fragen, meine lieben Kinder. Dann gehen wir zu Greed. We'll better get started, see you later. Achso. Put the bales of straw in the cart beside me. See you later, dear children. Okay, also wir sollen Stroh in den Karren neben ihm räumen. So, das machen wir natürlich. Und cool wirklich, dass es diese, wie soll man denn sagen, ne, diese, ich weiß gar nicht, Grimms-Märchen waren das alles, ne? So, das ist irgendwie hat's was. Das finde ich schon cool. Was ist das? Riesige Schuhe. Oha. Vielleicht ist Gretel schlauer. Ne, Gretel kann es auch nicht identifizieren. Hier haben wir ein Schloss. Haben natürlich keinen Schlüssel. So, das heißt, wir haben einen Strohballen. Aber wo sind die anderen? Aha, hier können wir rein. Ich glaube, da konnte ja nur Hänsel kriechen. So ist es. Los, Hänsel, nimm den Strohballen. Jawohl. Press X to throw. Wo soll ich denn hinthrowen? Ach so, ach, ich bin so blöd. Meine Güte. I'm stupid, my dears. Aber ich hab's ja noch verstanden. Hier schreien Schweinchen, ich hör's doch bis hierher. Ich helfe euch allen, drei kleinen Schweinchen und den Wolf, den schlitze ich in den Bauch auf und steck ihn Steine in seinen Bauch. Den Griebs. Vielleicht habe ich ja auch Glück und treffe den Jäger und sage zu ihm, hey Jäger, der Wolf ist wieder on the way, wir müssen was dagegen tun, es hilft ja nichts. So, ist denn im Brunnen ein? Jawohl. Ran mit dem Stroh, dann haben wir schon das dritte. Let's bring back the third bale. Jawohl, das mache ich, ich bin dabei. So, drei haben wir. Jetzt brauchen wir noch einen Strohballen. Wo könnte der denn sein? Hier geht's nicht raus. Hier oben geht's nochmal rum. Dann gehen wir mal... Oh, hier ist Matsch. Uiuiui. Das ist aber gefährlich. Das können wir natürlich nicht risken. Da oben glänzt doch was. Da gehen wir jetzt erstmal kurz hin hier. Ich höre echt... Es klingt ja fatal, wie es hier alles schreit, ne? Da oben ist was Sammelbares, ne? Warte mal, Gretel kann doch klettern. Gretel, häng dich mal hier, häng dich rein. Hänsel, hau mal ab dort hier, ich muss doch da ran. Steh doch mal nicht im Weg jetzt hier. Da haben wir nämlich auch den anderen Strohballen. Zack. Und wir haben doch hier was. Was ist denn das? Update Collectible. Aha! Eine Mandragora with one leaf. The root of this plant looks almost human. When Gretel and Hansel pulled it out to ground, it was shaking. This mandrake has a single leaf on the top. Sieht ein bisschen wirklich aus wie so ein... Aber man kann es auch komplett angucken. Guck an. Sieht ein bisschen aus wirklich wie so eine Rübe, ne? Aber mit den... Ihr seht schon die Augen, den Mund. Na,
Ich weiß gar nicht, gab es bei Grimms Märchen was mit einer Rübe? Tja, gut, okay, also da, jetzt bin ich ein bisschen vielleicht überfragt, aber Collectibles könnten natürlich auf andere Märchen hindeuten. Wenn ihr es wisst, Leute, schreibt's rein. Ah! So, Schweinchen, hier hast du deine 4 Strohballen, bitte. The Big Fang, Hansel and Gretel warmly, then he examined the bales of straw, muttering himself. Und das Schweinchen dankte uns herzlich. I would have to... Was for that? Well, if we take into account the isolation of the walls... Oh no, that won't do. Dear little ones, you've done a great job, but it's not enough. We need more straw to build the shelter. Ja, also wir haben einen super Job gemacht, aber wir brauchen noch mehr Stroh. A little further on his old stable. There'll be sure to find all the straw we need. Also straw, nicht, warum sage ich straw? Es ist ein bisschen Englisch-Deutsch, ne? Ja, in der Nähe gibt es natürlich ein altes Lager, wo wir natürlich mehr davon finden könnten. Stable. A stable in the middle of the forest. Do you have a neighbor? Also, ja, hast du einen Nachbar? The barn has been undone for a while. I don't know. Belonged. Okay, also es ist schon lange her, aber er weiß auch nicht, was mit ihm passiert ist. You said you had brothers. Why aren't they with you? Also, wow, du hast gesagt, dass du hast Brüder. Warum sind die nicht bei dir? Oh no, they were with me when the wolf attacked. I haven't seen them since. Also, sie waren mit ihm zusammen, aber der Wolf hat angegriffen und jetzt sind sie nicht mehr gesehen worden. If you happen to run into them, be sure to tell them that their straw brother is looking for them and that he's still alive. Also, wenn ihr sie findet, dann sagt ihnen doch, dass ihr großer Strohbruder nach sie sucht und dass er noch am Leben ist. So, N is a pig too. Come on, Gretel. The female pig is so. No, N is a human girl. She must be around your age, Gretel. Also, die N, die den Schweinchen hilft, ist natürlich ein menschliches Wesen oder eine menschliche Frau in unserem Alter, ein menschliches Kind. I don't know what to do without her, especially when the filthy wolf always on the prowl. And never mind. His own business. Und er wüsste nicht, was er ohne sie tun würde. Gerade jetzt, da dieser Wolf die ganze Zeit umherstreunert. This girl Anne seemed very important to Mr. Pig. Ja, also sie scheint sehr wichtig für ihn zu sein. Yes, of course, Mr. Pig. Well, get all straw we need. Und natürlich sammeln wir das ganze Stroh, was wir brauchen. Thanks, my dear brave little ones. Also, danke euch, ne? Ihr seid brav. I must warn you, a slight problem. The path is blocked by brambles. Very nasty plants, Sarah. Und er sagt uns, dass der Weg blockiert ist mit brambles. Brambles auf Deutsch? Wüsste ich jetzt nicht. Aber very nasty plants, also es sind sozusagen, also Pflanzen auf jeden Fall schon mal. Was aber plambles? Ja, ist auch egal, wir werden es sehen. Mr. Pig, how to clear the path from all these brambles? Also wie können wir den Weg freimachen davon. Wir sollen sie... Oh, you'll need some fire. Also wir sollen sie verbrennen. The child were wondering where to find fire. If only there was a tool they could use. Also wir wundern uns, oder die Kinder wundern sich. Wie sollen sie denn Feuer machen, wenn sie doch nur ein Gerät hätten, was dazu in der Lage wäre? We'll help you, Mr. Pig. We'll find a way to burn those brambles. Also wir werden einen Weg finden, diese Brambles, was auch immer das ist, zu verbrennen. I don't doubt it. You are both so clever and smart. I must be very lucky to call myself your friends. Und er ist einfach nur stolz und erstaunt, dass wir so clever und gerissen sind. Und er fühlt sich glücklich und ist sehr glücklich, unser Freund zu sein oder uns als Freunde zu haben. The pig was delighted. Hansel and Gretel would want to disappoint them. Also, ja, wir wollen ihn nicht enttäuschen. We better get started. Und wir fangen jetzt besser an. Bring me the bales of snow, they should do it. Thank you, sweet children. Also bring mir bitte die Strohballen und danke nochmal. Und er schließt uns jetzt auch das erste Schlösschen auf. Juhu. Find the stable. Na gut, dann gehen wir und machen uns auf den Weg des Stables. Stable. Was auch immer, ne? Ich hatte doch gerade was noch gesehen. Genau, da wollte ich nämlich mal hin. Hier könnte doch eigentlich jemand hochklettern, oder? Okay. Hier hätten wir auf jeden Fall Stroh, was schon ein bisschen brennt. Oder glimmt.
Ist Klimt der richtige Ausdruck? Ja, ich denke schon, ne? Okay. Pass auf, es wird nicht lang dauern, kommt bestimmt der blöde Wolf wieder, ne? Okay, ach, Brambles sind Büsche oder... Ach so, also, ja. Ja. The stable must be over there. Oh no, these Brambles are blocking our way. Also, das ist Büsche oder Gesträuch, Gestrüpp. Vielleicht ist es ja so. Also, die Übersetzung, Gestrüpp, Busch. Ja, so in die Richtung. Na dann, exploren wir halt. Vielleicht finden wir ja irgendwie Feuer. Oh, hier ist ein Baumstumpf. Aber ob wir da Feuer finden? In einem Baumstumpf? Also ich möchte die Hänsel und Gretel oder die Gebrüder Grimm jetzt nicht unbedingt, aber ja. Hänsel und Gretel were intrigued by the strange hollow stump. Also sie waren interessiert an diesem komisch aussehenden hohlen Baumstumpf. They decided to explore it, their curiosity being stronger than their fear. Und sie haben entschlossen, sie es zu erkunden. Und ja, ihre, wie soll man denn sagen, ihre Neugier war größer als ihre Furcht. The floor was just thin layer of moss and soon as their feet touched, it fell away. Ja, der Boden des Baumes war nur aus Moos und sobald sie es berührt haben, sind sie runtergeplumpst. The two children were swallowed up in the deepest part of the stump, several meters below. The fall was cushioned by the moss covering the ground. Ja, sie sind halt viele Meter nach unten geflogen und glücklicherweise das Moos, das den Boden bedeckt hat, ihren Fall gebremst oder abgefedert. Seeing no way up, they resolved to explore the area further. Also, da es keinen Weg nach oben gibt, haben sie sich entschieden, halt umzuschauen. Wie gesagt, ich werde das so grob immer überreißen, ne? Also, damit ihr für die Leute, die dem Englischen nicht mächtig sind oder das vielleicht lieber hören und nicht selber lesen, so ein bisschen natürlich selber auch das mitbekommen, um was es denn eigentlich geht, was die sagen, ne? Aber natürlich umreiße ich das nur. Weil wenn ich jetzt jedes Mal mir die kompletten Sätze durch... Also, weißt du, ich hab's gesagt und es ist okay, denke ich. So, it won't open, it's blocked. Also es wird sich nicht öffnen lassen, es ist blockiert. Oh Gott, was ist denn das? Was war das für ein Geräusch? Oh Gott, sind das Spinnen? Ich hab keinen Bock auf Spinnen. Ich will keine Spinnen. Keiner mag Spinnen. Und ja, es gibt Leute, die sagen jetzt bestimmt, da, ich mag Spinnen. Und nein, keiner mag Spinnen. Das ist eine Einbildung, die ihr habt. Ja? So, hier können wir hochklettern. Oh, ein Hund. Was ist das für ein Hund? Ein Mops? Das ist ein bisschen wie ein Mops. Na gut. Und, so, und nun? Kann ich doch rüber? Ah! Oh Gott. Hallo, Mops. Kann ich was bei dir machen? Ah, hier ist ein Schalter, ich Depp. Mensch, bin ich blöd. Ach so. Well, okay. I understand it. Also, ich hoffe, ich verstehe es, ne? Sagen wir es mal so. Oh, hier kann ich eine Flamme nehmen. Aha, guck doch an. Wir burnen hier alles nieder. Weg mit dem Gestrüpp. Schnauze voll, ja. Da kenne ich nichts. So. Was haben wir hier? Eine Münze? Ach, die Münze. Müssen wir bestimmt den Hund in den Fressen abpflegen. Denke ich. Wir werden sehen. Oh, yes. I'm smart guy. Okay. Springt die hier hinterher? Nee, macht sie natürlich nicht. Gut, muss ich separat machen. Das haben wir ja aber auch niedergebrannt. Was ist hier drin? Ich will sehen, was hier ist. Okay, gar nichts. Wow.
Okay. Wir haben den Hund etwas dargeboten. Das heißt, wir können weiter. Gott, das sind ja Haufen Hunde. Okay, hier ist eine Statue lost. Hier fehlt eine Statue. Ach, okay, wir können die Statue schieben. Alles klar, okay. Jetzt kommt der Puzzleteil des Spiels. Das gefällt mir. Wir brennen erstmal alles an. Ne? Das ist das, was gute Kinder tun. So, das kann man schieben. Können wir hier nach links. Ja, lass mal los, lass mal los. Lass doch jetzt los. Danke. Ja. Kann ich denn, wenn ich das jetzt hier drauf schiebe, hier loslasse und das jetzt hier ziehe, weil das ist ein bisschen schräg. Nein, geht nicht. Gut, okay. Was können wir tun? Das können wir... Achso, da muss ganz runter. Okay, I see. Warum habe ich jetzt dieses Englisch-Deutsch drin? Ja, ich bin jetzt zu toll. Look, 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 the silver door has opened. Ja, 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 ist ja gut, lass los. So, komm mal her, Gretel. Machen wir hier die ganzen Pflanzen weg. Hier hinten ist nämlich irgendwas dahinter. Gucke da, meine lieben Freunde. Aha. So, komm mal mit deiner Fackel. Ach du... Na gut, das gucken wir uns dann an. So, the silver door has opened. Das ist schön. Ach, the silver door has opened. Ist das das silver... Das silver... Ach, ach. Na klar, das ist die silberne Tür. Oh Gott, bin ich dumm. Na gut, wir gucken uns um. Die Kamerawinkel, dass ich den selber nicht drehen kann, ist natürlich ein bisschen hinderlich manchmal, weil ich den ganzen Raum dann nicht so überblicken kann, wie ich es gerne würde. Okay, ein weiteres Puzzle. Das ist ein Aufzug. Hier haben wir wieder eine Münze. Hier haben wir noch einen Aufzug. Ach du heilige Mutterchen. Okay, okay, I see. Stay there. So. Wir brauchen auf jeden Fall die Münze sicherlich. Das heißt, die nehme ich mit. Dann gehe ich mit Gretel hier drauf. Wechsel zu Hänsel. Nein, du sollst... Ach Gott, ich hasse das. Okay, das ist echt so ein bisschen schwer. Nein! Nein, ich möchte wechseln. Nein! Ach, oh, ja, so dumm. Okay, wenn ich einmal Stay gedrückt habe, zählt es für beide. Oh mein Gott, bin ich dumm. Okay. Und nun? What? Ah, kann das sein, dass ich mit der Fackel astert... Oh Gott. Jetzt wollen sie es aber wissen. Okay, dann lass mal die Münze fallen, mein Lieb. Danke. Nimm mal diese Fackel. Dann wieder wechseln. Nein, wechseln. Ja. So, dann wechseln wir wieder auf Gretel. Und schmeißen diese Fackel. Nein, schmeißen. Bitte schmeißen, nicht. Jawohl, so klappt's nämlich. Aha. Na gut, das macht ja alles soweit Sinn. Aber komme ich jetzt dann über? Oh, das wird interessant. Theoretisch möglich.
praktisch. Guck mal. Puh, also da bin ich jetzt mal... Obwohl, mit der Münze. Muss ich die Münze? Ah, das ist jetzt die Frohre. Schau, das weiß ich halt nicht. Aber da oben ist ja der Kopf. Das heißt, ich werde... Ich probiere jetzt erstmal, ob ich überhaupt da drüber komme. Nee. Nicht so wirklich. Da oben ist der Kopf. Das heißt, dort oben muss die Münze rein. Das ist soweit klar. Und ich werde über diesen Parcours einen oben, einen unten. Das ist auch ganz klar. Die Frage ist... Tja. Wie schaffe ich es, dass ich dort hängen bleibe? Schwierig, schwierig, schwierig. Na gut. Ich komme halt auch hier nicht weiter, ne? So, das heißt, ich muss die Münze dort rüber werfen. Aber die wirft sie auch nicht so weit. Nee. Okay, wirft der Hänsel vielleicht die Münze weiter. Und kann Gretel überhaupt... Nein, 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 lass es mal los jetzt hier. Komm mal her mit der Münze. Nee, also... Nee, 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 nee. Das heißt, die Münze muss ich so nicht hochkriegen. Okay, das beantwortet meine Frage. Jetzt... Eigentlich... Obwohl, aber... Nee, Hänsel, wo, eigentlich ist es schon richtig. Sie muss das machen. Außer es ist so gemacht, dass er zu, also dass er stärker ist und sich dort festhalten kann. Nimm mal gucken. Wir probieren es aus. So, aber ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Das ist wahrscheinlich genau ein Winkel. Genau der Winkel, den du rankommen musst. Das ist schon, boah. Ich glaube, ich muss das schon mit ihr machen. Ah, das ist jetzt übel. Das ist wirklich Controlling. Also echt Millimeterarbeit, würde ich mal so sagen. Weil sie sich halt festhalten muss, ne? Und ich weiß halt nicht... Jetzt hat sie... Jetzt hat... Ja, oh, Gott sei Dank. Muss ich echt... Ach, jetzt muss ich die platt... Ah, oh, wow. Wow. Oh mein Gott. Okay. Fast. Oh Gott, das ist echt... Wow, wow, wow. Okay. Und jetzt in die andere Richtung. Gucken. Ah, Collectible. Eine Hundestatue. So. Bitte wieder wechseln und wieder so. Gucken. Noch ein Stück. Nee, zu weit. Oh Gott. Jetzt muss ich mich nochmal hochziehen. Willst du mich verarschen? Oh Gott, hoffentlich klappt's, Leute. Also muss ich das Ganze nochmal machen. Okay, wir sind beim Hund. Sehr gut. Jetzt können wir mit ihr wieder den Schalter betätigen. Der kann losgelassen werden. Dann nehmen wir die Münze mit. Auf den Schalter. Zieht, lässt den wieder reinfahren. Und die Münze wieder ins Körbchen als Opfergabe für den Hund. Superb! The door's opened. Let's go. So denke ich's. So, lass das mal stehen und du kommst mal bitte mit. Jetzt können wir zu zweit rennen. Jawohl. Something moves in the breathless room. Ja, wir machen. Wir gucken. Wir machen. Ach, ich muss jetzt... Ach, komm. Nein, warte. Ich war doch hier. Nee, bin ich nicht hier irgendwie? Hier.
Auf alle Fälle können sie sich nicht die Knochen brechen, das ist schon mal gut. Hier ist doch was. Ach so, hier hätte ich auch... naja, gut, mein, bin ich da? Ja, oh Gott. Ich habe mir es, glaube ich... naja, egal. Ist egal. So, wir nehmen auf jeden Fall wieder eine Fackel mit. Wir sind nicht blöd. Die brauchen wir auf jeden Fall wieder eine. So, und in dem Raum hat sich was verändert. Nämlich, dass ich die Hundestatue jetzt dort durchbekomme. Jawohl! Geh mal weg hier, mein Freund. Du stellst dich jetzt mal hier hin. So, Gretel, jetzt zeig mal deinen Bizeps. Ran mit der Hundestatue. Ja, 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 lass los. Nein! Ach, komm doch, hör doch auf. Jetzt, ran. Zieh! Mach doch jetzt. So, lass los. Nimm die Fackel. Und Gretel, komm mit. Hänsel. Hä, wo rennst du hin? Völlig Banane. So. Wir sind beim nächsten Hundenstatue angekommen. Mit was möchten sie mein Gehirn diesmal schmelzen? Okay, hier haben wir ein was zum Ziehen. Hier haben wir einen... Was ist das? Ein Vorstuhl? Könnte eine Art Vorstuhl sein. Da hinten haben wir was zum Verbrennen. Da kann dann Hänsel wieder durchschlüpfen. So, was haben wir hier? Ein Collectible? Oh yes, baby! Was ist es denn diesmal? Ein Hollow Tree? Was? Ah, nee. Ein Donkey Ring. Oh, mit einem Smaragd oben drauf und Rubin, oder? Magnificent Ornate Gold Ring is mounted with a head of a donkey. Also ein, für die Leute, die es nicht wissen, ein Donkey ist ein Esel. Ne? Nur, dass wir mal drüber geredet haben. Und da war der Hund, den wir collected haben. Der Elfi. Oh, guck dir da an. Fein. Feiner. Spiral. Spiral is a third-person narrative explosion game sharing at Ach so. Okay. Hammer. Wir nehmen alles mit. Ich nehme mal ganz kurz einen Schluck hier, sonst muss ich, wenn ich meinen Mund fusselig rede. Komm ich zum Husten, Leute. Ein edles Tröpfchen. Na gut, okay, wir haben den Schalter, wir haben ein Collectible. Aber, okay, da können wir vielleicht wieder die Fackel ranwerfen. Wenn ich den treffen würde. Vielleicht auch nicht. Kann ich... Nee, in dem Fall geht es nicht. Okay. Dann gucken wir uns nochmal weiter um. Alter, wie weit muss ich das schieben? Okay, hier ist wieder ein Eingang. Freimachen mit der Fackel. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Schalter. Tür auf. Okay. Da haben wir eine Treppe. Was macht die? Hier unten geht es auch nochmal drunter. Ne, hier geht es nicht rein. Was kann ich mit der Treppe? Ein Treppenhaus. Okay, hier ist eine Goldplatte. Okay. Das habe ich gerade gesehen. Ach, hier ist nochmal eine Goldplatte.
Ach, okay, aber ich muss ja, aber da müsste ich ja theoretisch die Plattform, also dieses, wie soll ich denn sagen, das irgendwie hier herbekommen. Aber wie soll ich denn das hier herbekommen? Ich kann das doch nicht hochziehen. Okay, dann gucken wir erstmal den nächsten Raum. Vielleicht erschließt es uns sicher dann. Weil die Kamera sich so drehen würde, dass ich irgendwas erkenne. Okay. Die Struktur ist manchmal so verwirrend. Und warum hast du deine Fackel jetzt nicht mehr? Ach, hau doch jetzt mal ab. Okay, das ist wieder der Ausgang. Aber warum habe ich die Fackel nicht dabei? Okay. Okay, also das erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Warum hast du die Fackel abgelegt? Kann ich mit der Fackel nicht... Ach, mit der Fackel kann ich nicht hier durch. Okay, 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 okay. Und das war der Anfangsraum, ne? Ja. Okay, also es ist einfach ein Rundgang. Wir haben sozusagen uns wieder zum Anfang. Aber jetzt ist wirklich, also für mich ist jetzt wirklich die entscheidende Frage. Für was erstens mal ist der Schalter? Schwierig. Das ist relativ schwer. Und das macht mich so ein bisschen stutzig hier alles. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich dort das nicht ranwerfen kann. Obwohl das ja eindeutig ist. Hau doch mal ab, Gretel. Du stehst aber einem umwach. Nee. So geht's halt nicht. So geht's halt nicht. Da war das Collectible. Ah! Okay, ich habe gerade was gesehen. Ja, ja, ne, dass das dorthin muss, das ist mir auch bewusst. Oh mein fucking Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal ist man aber auch wie, also blind wie... Eieiei. Hätte ich das doch einfach gleich gemacht. Ja. Zieh dich hoch, mein Freund, komm. Ach ja, er kann sich ja nicht hochziehen. Wechsel, bitte. Danke. Nein. So, du gehst drauf. Okay. Na dann, Gretel. Zieh's durch, meine Gute. Sehr gut. So. Wir haben hier... Hier ist die Münze. Okay. Das ist ja okay. Das ist ja alles schön und gut. So kommen wir an die Münze. Aber für mich stellt sich jetzt trotzdem die Frage... Ich meine, klar, ne? Ach ja, komm. Komm mit, Hänsel, Gretel, meine ich. Für mich stellt sich jetzt trotzdem die Frage, wie zur Hölle? Weil klar, ich gehe hier drauf, ne? Und mach dadurch dort oben. Ups, ach. Wow.
Was macht das? Was habe ich damit aufgezogen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Das was soll mir das jetzt sagen? Was habe ich damit gezogen? Was bringt es mir? Also ich habe jetzt irgendwas aufgemacht, was auch immer. Aber was? Na gut, ich guck mal hier und lass mal ein Stück zurück. Was ist das, was ich da bewege? Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, was das ist. Was bringt das mir? Was macht das? Ich muss ja irgendwie... Ja. Das ist schon klar. Aber wie zur Hölle? Boah, das ist knifflig, Leute. Ich muss hier irgendwas draufstellen oder was weiß ich. Ach, die Münze reicht auch schon. Wow! Ja, jetzt bin ich hier oben ohne Münze. Na gut, jetzt ist natürlich die Frage. Eine Fackel. Reicht eine Fackel? Und wenn ja... Muss ich ja trotzdem... Da bringt mir auch nichts, ne? Na gut, wir probieren es mal. Das heißt, ich nehme eine Fackel. Ach du Heilige, hier ist es doch. Oh! I'm so unclever. Eieiei, bin ich. Ich bin aber auch, also. Puh. Naja. So viel zum Thema schlau. Ich hab den Steinhaufen zwar wahrgenommen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich hab das nicht. Ich hab das nicht als. Ich hab das gar nicht wahrgenommen als. Ne? Vor allen Dingen ist das Problem, wie soll ich das dort rüberkriegen? Naja, muss ich ja nicht. Nein, lass es doch liegen, du. Du bist aber ein. Einfach liegen lassen. Wow, hätte ich den Steinhaufen einfach gesehen. Also ich habe ihn gesehen, klar, aber ich habe ihn nicht wahrgenommen als, okay, damit kannst du das dann nehmen, machen, als beschweren. Ich dachte wirklich, das ist für Charaktere gedacht, ne, und nicht für Gegenstände. Aber jetzt haben wir die Münze. Und jetzt gehen wir zum goldenen Hund. Und geben dem goldenen Hund einen Tribut. Gretel fell through the floor as it crumbled beneath her. Also Gretel... ist durch den Boden gefallen, als es unter ihr zu ruckeln und schnuckeln und puckeln begann.
Na? There was an object on the floor of this room. She eagerly went to look. Also, es war etwas in dem Raum. Und sie hatte Probleme, es zu erkennen. Creel inspected her findings. A very old lighter. Also, sie hat es angeguckt und ein Leiter ist einfach wie ein Feuerzeug, ne? The lighter will ignite objects without using a torch. Also ja, es ist also eine Art, sagen wir mal, Feuerzeug einfach, ne? So, also es kann einfach Sachen in Brand setzen, ohne dass wir eine Fackel benötigen. So. Ach, jetzt sind wir hier drin. Und Leiter in dem Fall oder Feuerzeug in dem Fall sind einfach Feuersteine. Mai. So, allen Hunden Tribut gezollt. Feuerzeug erhalten. Jetzt können wir in den Wald zurückkehren und die Büsche verbrennen, damit wir zum Brandstifter werden. So. So, raus hier aus der Bude. Wir hätten natürlich die Abkürzung nehmen können, aber ich bin blöd. Und jetzt müssten wir am Eingang die Büsche zerstören können. Und dann werden wir bestimmt auch einen Weg nach draußen finden. Ach, sie muss es auch jetzt machen. Alles klar. Also ist die gute Gretel jetzt immer fürs Feuermachen zuständig. Du alter Gurgler, hä? Nicht, dass du ins Bett machst. Ich sage dir. Was haben wir hier? Ein neues Collectible. Was haben wir diesmal? Das Old Lighter. Ja, ist halt einfach ein Feuerstein, ne? Genau. Was ist das? Eine Schürze. This apron has seen better days. It's covered in dog hairs. Ah, okay, also ein, wie sagt man denn, ein Hundejäckchen. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. So, mach Feuer, ja. Wir müssen doch hier weg. Sehr gut. Und da tut sich eine magische Treppe auf. Ein Klick, ja. Zum Glück war hier so ein riesiger Baumstumpf, der einfach mal ja, Feuersteine in sich trägt. Ne? Also ein Glück. So. Das haben wir. Pass auf, jetzt brennen wir den Busch nieder. Das Demo ends hier oder so. So, Gretel, machen wir Feuer her. Jetzt kommt bestimmt der Wolf. Frisst uns auf. Ja, das stimmt. Wenn das der Feuerwehr sieht, ihr kommt alle beide in den Knast, meine Lieben. Abdon Stable, also Stall, ne? Also ein verlassener Stall. Oh, die Mucke. Oh, das klingt nicht gut. Oh, das klingt nicht gut. Okay, also wir haben hier einen Karren. Und wir haben hier ein... Weiß ich nicht. Was ist das? Ein Blankie. This woolen blank was found near the stable by Hansel and Gretel. It features a magnificent embroidery of... Was? Goat Kids. Who owned this forgotten comforter? Was ist das? Ein Embroidery of Goat Kids? Okay.
Bin ich, leider kann ich euch nicht übersetzen, bin ich überfordert. Also für mich war das eine Pferdedecke, aber ich wüsste auch nicht, wie ich es übersetzen müsste. So, Gretel und Hänsel arrived at the stable und also wir sind halt angekommen. So, there were confirmed that the straw harvest would be over in no time. Und wir haben natürlich kein Problem, das Stroh zu sammeln in keiner Zeit. Und wer schläft da drin, wer hätte es gedacht? The big wolf. The two children had no idea that their sharp-toothed new friend had made the stable his lair. Also sie konnten ja nicht ahnen, dass ihr neuer Freund mit den scharfen Zähnen den verlassenen Stall als sein neues Domizil eingerichtet hat. Das Problem ist wirklich die Kameraführung. Ich kann halt überhaupt nicht sagen. Also wirklich gar nicht. Kann ich es rausschmeißen? Nein. Wow. Da ist ein Stolperdraht. Da gehen wir natürlich nicht drüber. Wir sind ja nicht blöd. So leicht machen wir es ihm nicht. Wir schleichen. Das wird jetzt interessant. Ob wir das schaffen, Leute. Ich habe ein bisschen Schiss. Oh Gott, den Stolperdraht. Nein, nein, böser Wolf. Nein, 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 so dumm sind wir nicht. Den Stolperdraht kannst du an den Milchkanälen rennen wir auch nicht ran. Tja, wohin jetzt? Schleichen, Gretel. Oh, ich sehe aber auch gar nichts. Also, ich sehe absolut gar nichts. Okay, da oben ist eins. Diese Mucke. Hör auf, ich habe Angst. Ah, das sieht aber... Guckt euch mal das Brett an. Das bricht bestimmt durch, wenn wir das Brett nehmen. So dumm sind wir nicht. Nein, nein. So dumm sind wir nicht. Nein, nein. Du kannst uns mal, Wolf, mit deinen gefälschten Tricks. Wir fallen nicht drauf rein. Hoffentlich. Aber wir müssen ja noch einen Strohballen holen und wer weiß, wo der ist. Böser Wolf. Vor allen Dingen, wenn der Wolf im ersten Haus das gesamte Haus mit Stroh weggepustet hat, ne? Und das Schweinchen jetzt einfach noch ein Haus wieder aus Stroh machen will. Was hält den Wolf davon ab, das wieder wegzupusten? Also, jetzt mal Real Talk. Er ist ja so ein bisschen... Also, ne? Nehmt man es nicht übel, aber... Vielleicht solltest du ein Material wählen, liebes Schweinchen, was, nun ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen widerstandsfähiger ist. Ne? Du kannst natürlich auch nochmal dein Glück probieren, aber, oha, da ist ein Spinnennetz, wo ein Eimer drin hängt. Das heißt, wenn ich das Spinnennetz zerstöre, fällt der Eimer. Zwangsläufig. Wo ist das letzte Bündel Stroh? Ich sehe es nicht. Ach, das liegt genau da drin. Nein, 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 so dumm sind wir nicht. Nein, 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 so dumm sind wir nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir lassen das Spinnennetz in Frieden und auch die drei
Melkeimer, lass mal in Frieden. Dein Stolperdraht, der kann uns mal. Also mein KI-Begleiter rennt rein, aber da kann ich da nichts dafür. So, jetzt bringen wir noch das Strohbällchen raus. Hat gut funktioniert. Hat super funktioniert. Und bams, da haben wir's. So, the children put the last bundle of straw in the wheelbarrow and moved it quietly as possible. Also wir haben, oder die Kinder haben den letzten Strohballen in den Karren getan und sind so leise wie möglich des Weges gegangen. Ne? They had to go back to Howard, who was impatiently waiting for his straw. Also ja, zurück zu dem Schweinchen, der natürlich auf sein Stroh gewartet hat und wartet, je nachdem, wie auch immer. So. Stroh hast du, mein Freund. The pig having seen the bales of straw that Hansel and Gretel brought back, greeted them happily. Und also er hat uns natürlich bedankt sich, ne? My dear children, I never doubted you. Your refuge can finally rebuild. Ja, er hätte es nicht für möglich gehalten. Endlich kann er sein Haus wieder bauen. Thank you, I hope you'll join us there. What bravery, what courage. Also, ja, er hofft, wir sehen uns bald wieder und wir joinen, also, ne, wenn es dann fertig ist. Und er lobt uns, was wir denn alles so können. So, Mr. Pig, would there be room for us in your shelter? Of course. Vigorous and charming children like you are always welcome. Also wir können bei ihm einziehen, wenn das Häuschen fertig ist. Das ist sehr gut. Tell us about the shelter, Mr. Pig. So, what else is there to say? Anne wants to build a peaceful, safe heaven to protect us from the wolf and other threats from the forest. Ja, und die gute Anne will einen friedlichen und sicheren Hafen für alle Waldbewohner bauen. Ja, um Schutz vom Wolf zu finden. Children are welcome, especially are the most vulnerable and those in need protection. The shelter will be there for us. Und ja, also wir, die Kinder sind auch herzlich willkommen, natürlich, die Hilfe und Schutz benötigen. So, der Wolf war im Stall, aber wir sind geflohen. Und ja, Himmel, ich hoffe, er ist euch nicht gefolgt. The pig was terrified, sweet, beaded and rolled down his forehead. He was obviously very afraid of this terrible wolf. Ja, und er ist einfach nur erschrocken und ängstlich und hat Angst natürlich vor diesem großen Wolf. See you later, Mr. Pig. Thank you for welcoming us to the shelter. Also, ja, wir sehen uns später und vielen Dank zur Einladung, dass wir bei dir dann auch mit wohnen können. My dear children, what kind of pig would I have been if I refused to you help? Ja, und was wäre denn er für ein Schwein, wenn er nicht Gefallen gegen Gefallen tun würde, sozusagen, ne? And after all you've done for me, of course. Ja, und vor allen Dingen nach dem, was er alles für mich getan hat. I cleared the way to the refuge. Also, er hat wieder das nächste Schloss geknackt, wenn man so will. Und wir können weiter. So, meine Lieben. Da sind wir durch. Ich glaube, warte mal, jetzt haben wir das Schloss, ne? Eine Stunde und 9 Minuten. Ach, verdammt. Ne, wir gucken noch mal ganz kurz, was dort drin ist. Gucken noch mal kurz hier rüber. Und dann werden wir aber auch das... Oh! Nein! Emerging from between the trees, the wolf. One day had managed to decide until now had found them. Ja. Und einfach so aus dem Wald kam der Wolf. Hat uns gefunden. He let out a terrible bowl that echoed through the clearing. We had to run now. Und er hat einen fürchterlichen Geheule losgelassen und wir sind angehalten zu rennen. Nein, Wolf, lass uns! The story has much better ending. Come on, let's start again. It was time to flee. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich renne. Ihr Lieben, meine Lieben. Was ist denn Rennen? Ich habe bis jetzt nur Springen.
Schatzkeks. Ich weiß doch nicht, was Rennen ist. Ihr Schatzkekse. Wo hat Dolly das Wissen? Let go. Jump. Let go. Let go hier ist bestimmt let go, oder? Also schneller bin ich jetzt nicht dadurch. So, das bin ich einen schneller, das bin ich einen schneller, das bin ich einen schneller, das bin ich einen schneller. Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Wir werden es probieren. Ja, ich hab's gemerkt, der Wolf ist an uns her. Ich bin ja dabei, aber ich kann es doch auch nicht ändern. Ha! Lauf, Hänsel! Oh my fucking goodness. Links, rechts, keine Ahnung. Woher soll ich das wissen, wo es lang geht? What will happen to Hansel and Gretel? Tja, das ist eine gute Frage. Press any button. Oh, das Demo-Ende. Jawohl, wir haben es durchgezogen. Ich habe sie in eine glorreiche Zukunft geführt, hoffe ich. Tja, was soll ich sagen? Hat mega Spaß gemacht. Ich mag solche Sachen. Ich bin ja, wie gesagt, auf dem Kanal derjenige, der sich so ein bisschen, ne, für die storygetriebenen Spiele und ja, vielleicht ja, für die warmen Gefühle, für die Emotionen zuständig ist. Und auch hier eine wunderschöne Geschichte, natürlich die Geschichte von Hänsel und Gretel in Verbindung mit den drei kleinen Schweinchen. Und wer weiß, was da noch dazu kommt in Once in a Tale, also Once a Tale. Ja, wenn es aber so verknüpft ist, ne, dass man so kleine Aufgaben macht in Verbindung mit den Märchen, die jeder kennt, dann ist es eine feine Sache. Hat Spaß gemacht. Ja, schöne Rätsel dabei. Das eine, das hat ein bisschen länger gedauert, weil ich wieder mal so dumm bin, aber ich habe es ja noch hingekriegt. Das heißt, für so ein Spiel, ey, ohne Mist, ladet es euch mal runter, probiert selbst aus. Warum nicht? Ist mal wieder was anderes, ist mal was Entspannenderes und natürlich für eure Denkmurmel, ne? Damit ihr mal ein bisschen das ein oder andere knifflige Rätsel lüften müsst. Und natürlich für diejenigen, die vielleicht Grimms Märchen nicht kennen, auch eine Möglichkeit, in diese Märchenwelt einzutauchen. Tja, mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr schöne Zeit. Eine Stunde ging rum wie nix. Ich war jetzt direkt geschockt, wo ich auf die Uhr geguckt habe. Demo konnten wir beenden und wenn es euch gefallen hat und ich euch irgendwie auch unterhalten konnte, dann lasst es mich wissen mit einem Abonnement, einem Daumen oder einem Kommentar. Ja, und wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Test angezockt. Bis dahin, ciao Leute.